Was hatten wir vor? Sollen wir auf London? Sollen wir mal zum Ministry of Magic? Sollen wir da mal hin? Sollen wir da mal hin? Machen wir das. Sollen wir da mal hin? Ja, da okay. Ja. Müssen wir wahrscheinlich durch London, wa? Ich offen aus, ja. Ja, dann ich hoffe, wir können mit dem Besen fliegen. Ja, das hoffe ich auch. Aber nicht. Ich glaube, jetzt können wir den noch nicht benutzen. You can fly in this area. Ja, wahrscheinlich in London können wir mit Sicherheit mit dem Besen fliegen, Alter, oder? Ich würde es wundern. Würde ich das wundern? Ich würde es wundern, ja. Warum? Warte, ich möchte gerne hier hoch. Oh ja! Ich möchte gucken, Alter, da war ja ganz viel mit Alohomora. Ja, und ob das Harrys Zimmer ist, das er im dritten Teil hatte. Alter, das war einfach im ersten Teil, als wir das gesehen haben. Weißt du noch? Ja. Vor Jahren. Warte mal, hier ist da auch eine Tür, Bruder. Ey, lass mal erstmal hier gucken, Alter. Ja, krass, hier ist einfach nur nichts. Hier ist einfach nichts. Ja, gut. Das ist ein Balkon. Das ist nicht nichts. Die Leute, die müssen auch irgendwo rauchen, ne? Alter, in einer Welt voller Magie wird geraucht. Dazu, nee. Ich glaube nicht toll. Doch. Ich glaube, das sollte so sein. Ja, stimmt. Gandalf raucht auch sein Kraut da. Richtig. Sein elbisches Weed. So. Plünder mal die Truhe. Das sieht das hier. Das sieht stark danach. Das sieht Harrys Zimmer aus. Ja, ne, das sieht wirklich toll aus. Hier hat er sich draufgestellt, um sich von dem Buch zu flexen. Ja, hier müsste ein bisschen mehr Platz nach da sein. Ja. Vielleicht finden wir noch ein Zimmer, was wirklich exakt so aussieht. Wo wir sagen, ja, das muss es sein. Ist da irgendwas Krasses drin? Nö, kannst du haben, Alter. Ah, andernfalls hättest du das genommen, oder wie? Ja, kann man ja alles verkaufen. Wie gut, dass ich meinen Anti-Enttäuschungskaffee hier direkt neben mir stehen habe. Anti-Enttäuschungskaffee? Ja, lol. Ich hab ne neue Zaubererkarte. Direkt auf die Muggels hören und aber auch in die Winkelgasse reingucken. Er konnte aber auch direkt auf den Zug gucken. Da ist der Zug. Von seinem Zimmer aus? Ja, von seinem Zimmer aus konnte der direkt auf einen Zug drauf gucken, witzigerweise. Ich weiß nicht, ob das S-Bahn-Haltestelle war, aber das weiß ich ganz genau. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, Alter. Okay. Das weiß ich. Also ich bin mir sicher, dass wir gerade eben in dem Zimmer waren. Hä, war das jetzt schon alles, Alter? Ja, das muss gerade eben das Zimmer gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. Ja. Lass uns dann mal eben reingehen in das Zimmer, bitte. Ich möchte aus dem Fenster gucken, da war doch eins, nicht wahr? Aus dem Fenster also, kann man nicht gucken. Woran ich mich erinnern kann, man kann nicht, was im Buch steht, ist, er beschreibt, wie er, unten im Eiscafé, you know. Ja, ja. Du weißt, der hat in diesem Eiscafé gesessen, hat einen Aufsatz über, Geschichte der Zauberei geschrieben und hat dabei Hilfe bekommen von dem Betreiber des Eiscafés. Und der Eiscafé war übrigens der Nachfahre des Typen, über den Harry geschrieben hat. Oh, und der hat dann ständig Eis bekommen. Und in dem Zimmer selbst Busse und den Lärm der Straße in London zu hören, aber auf die Winkelgasse gucken oder so. Da bin ich mir ganz genau sicher. Ja. So, mal gucken. Can fly in this area. Oh nein! Wir können nicht. Ja, ich verstehe das. Ja, weil wir in der Muggelwelt sind. Und in der Muggelwelt sollte man nicht unbedingt auf dem Besen fliegen. Macht Sinn. Ist okay. Gehen wir halt zu Fuß wie die Muggel. Können wir nicht, also eigentlich. Können wir nicht ein Auto klauen, Alter? Ja, ich hasse die Muggel. Ich glaube, wir müssten jetzt, glaube ich, irgendwie zu einer Telefonzelle gehen, nicht wahr? Wahrscheinlich, ja. Ich folge jetzt einfach mal dem Pfeil. Keine Ahnung, wie weit ich den Pfeil jetzt rennen wir einfach so 5 Stunden, weißt du? weil der Pfeil einfach irgendwo hin zeigt, wo man auch sich hinporten könnte oder so, weiß ich nicht. Da, ich sehe es. Ich sehe es, ja. Ich sehe, dass sie gerade gelb geleuchtet hat. Alter Vater, ey. Warum können wir nicht einfach mit dem Besen fliegen? Weil ich meine, hallo? Hallo? Man kann auch trotzdem irgendwie... Oha! Die sinkt halt einfach gerade in den Boden. Und ich bin nicht mit drin. Ich stell mich einfach oben drauf. Vielleicht sink ich dann mit. Ich kann nicht. Ich kann. Oh. Ja, lol. Total unauffällig. Natürlich. Übrigens,
war Harry mit Arthur Weasley ja dort zu seiner Anhörung im fünften Teil. Ja, genau. Und die mussten die Nummern 62442 eingeben. 62442, damit die runterpleuxeln. Genau, genau. Und es ist wohl so, dass diese Telefonzelle hat ja eine Tastatur und das würde dann auch Magie buchstabieren. Also Magic. Ach so, oh lol. Das ist ja cool. Alter, das ist ja überprächtig hier. Damn! Ja, das sieht richtig geil aus, ne? Alter Vater. Boah, jetzt einen geilen Shader und so alles drin haben, weißt du? Und richtig geile Graphics, Alter. Dann genau, dann läuft das Spiel überhaupt nicht. Dann läuft das Spiel zwar überhaupt gar nicht mehr, ja, aber das würde halt trotzdem geil aussehen. Der Typ hier will irgendwas, aber lass uns erstmal hier die Aufgabe bewältigen, die wir... Speak to Wilkie Twycross in his office. Wer ist denn Wilkie Twycross? Okay. Sagt dir der Name was? Nee. Alter, wie tief geht's denn da runter? Ich kann da gar nicht runtergucken. Ich will da runterschauen, Alter. Warte mal ganz kurz. Ich bin sicher, wir kriegen das hin. Dass wir dich da runterwerfen können. Alter. Warte mal ganz kurz. Mit Wingardium Leviosa, Alter. Wingard, was ist los? Wingard, was ist los? BAM! Da war hier leider auch nicht drin. Ja gut, komm, gehen wir mal weiter. Ja, egal, komm, wir müssen. Also das ist hier schon mal richtig wahnsinnig geil. Ja, ey, ganz ehrlich. Jetzt müssten sie eigentlich allein fliegende Papierflugzeuge haben. Ja, ne? Ja. Die benutzen die, die heißen da Memos. Mhm. Anstatt von Eulen, weil die zu viel Dreck machen. Ja klar, schau mal vor, wäre alles vollgeschissen, Alter. Damn. Ja gut, das hat die Heulen in den Hogwarts ja auch nicht dran gehen, einfach über den Frühstückstisch zu fliegen, ne? Ja, das stimmt. Ja. Alter, mal, aber guck mal, ob die Aufzüge funktionieren. Ja, aber ganz ehrlich, guck mal. Alleine, das sieht nicht so aus, würde das funktionieren. Alleine die Pflasterung, ja, dieses Grüne. Das sieht ja eigentlich alles schon mega böse aus. Weißt du? So grünes Slytherin-Zeug und so und... Slelblel Pulchan, okay. Ah, du bist verschwunden. Wo bist du? Kätzchen. Du hast für uns beide, Oh. Uns beide gemacht. Ja, lol. Alter. Warte mal. Oh, guck mal hier, Kätzchen. Warte. Oh mein Gott, ich springe jetzt runter. Ah nein, ich kann ihn nicht runterspringen. Aber Alter, man kann sehen, wie tief das ist. Das geht einfach in uns ins Unendliche rein. Alter. Schade, dass man nicht einfach runterspringen kann, ne? Ja, okay, wahrscheinlich würde man das... Ach, Angelo Merte, alles klar. Ja. Mr. Merte, was sagen Sie denn? Was sagen Sie zu diesem wunderbaren Spiel? Das ist Mrs. Merte, hast du das nicht gehört? Also wirklich. Oh, Entschuldigung, ich habe die Stimme jetzt ab. Ich glaube, dass man das akzeptieren muss, dass es dazu verschiedene Meinungen gibt. Ja, das ist eine sehr diplomatische Antwort. Finde ich super. Ja, richtig. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hau mich langsam dich. Mal? Wir müssen zu Wilkie Twycross, ich weiß es nicht. Sein Büro ist anscheinend hier irgendwo. Halt deine Esse. Hör mal, bitte? Frau Merte, so spricht man aber nicht. Ich hab grad gar nichts verstanden. Was wurde denn gesagt? Halt deine Esse. Ah, so. Richtig. Richtig. Also ich kann Ihnen gleich alle Broschüren der CSU schicken. User entered your channel. Wen haben wir denn jetzt? Wer kommt jetzt dabei? Schröder? Ist ja richtig Party auf unserem Channel. Ja, ne? Aber ist ja. Ja. Wer ist jetzt dazu gestoßen? Kommt jetzt der... Ich bin der Volker. Ich bin... Ja, mein Volker! Geil! Wer war das denn jetzt hier? Ist das der? Das ist Wilkie Twycross, ja. Keine Ahnung, was der genau will. Sag mal, was will der? Sag mal, was will der? Sag du mal, was der will. Why, good day, I'm the Ministry Operation Instructor. You're here for the operation course, I assume. Interested in learning how to operate? Yes. Apparieren, ja? No. Oh, operation is very useful, yeah. But it is also very advanced magic. Why? Bless you, Kevin. Which is why it is overseen and taught by the Ministry of Magic. It is a magical form of transportation in which the user travels instantly from one location to another.
an essential part of any witch or wizard's arsenal of spells. Alter, also... Are you interested in taking the curse? You need only part with 500 gold. Also das Ding kostet 500 Euro. Also desapparieren zu lernen kostet 500. Apparieren und disapparieren. Ja, okay. Aber gut, wir haben ja einiges an Sachen, die wir auch verkaufen könnten. Unsere ganzen Schulbücher zum Beispiel, die brauchen wir anscheinend sowieso nicht. Haben wir denn genug Geld jetzt gerade? Jetzt, ich habe jetzt gerade 130 oder sowas. Na gut, dann lass uns mal gucken. Was hab ich denn hier? Gut, also wir können erst weiter in der Story gehen, wenn wir... Das gehört ja gerade zur Story, ne? Oder nicht? Ja, das ist eine der Quests. Ja, das ist eine der Hauptquests, ne? Also müssen wir erstmal jetzt 500 Goldmünzen. Dann müssen wir jetzt auf die Straße gehen, singen, damit wir Geld bekommen. Easy. Ja. Ja. So, ja. Dann sind wir ja jetzt hier, ne? Dann lass mal Kohle sammeln. Fledel. Wo sind die ganzen Schulbücher? Ja, ich brauchte Geld. Show me what you have for sale. I have something to sell you. Hallo, ja, danke. So, weg. Ich verkaufe einfach alles, was ich habe. Selbst mein Butterbier verkaufe ich. Außer meinem Nimbus 2000. Ich meine, ey. Alter, ich habe jetzt schon 800 Gold. Lol. Das ging schnell. Okay, cool. Guck mal, wie es bei mir aussieht. Ich verkaufe meine Schulbücher jetzt trotzdem. Weil ganz ehrlich, wofür? Wofür Schulbücher? Die benutzen wir ja nicht. Oder heißt es dann nachher, warte mal, ich konnte gerade den Brief von Hogwarts verkaufen. Lol. Alter, du hast den Hogwarts-Brief verkauft. Ja. Ich bin mal gespannt, ob wir nachher dann irgendwie Unterricht haben und die dann sagen, ey, du kannst den Unterricht nicht machen, weil du kein Buch hast. Meinst du, dass das so laufen könnte? Ich glaube, das wird nicht überprüft. Nein, meinst du, es wird nicht überprüft? So, ich habe jetzt 1800. Mensch, lass mich auch mal hebeln. Boah, bist du langsam, Alter. Ich verstehe nicht, warum wir uns verdammt nochmal keine Katze, Eule oder Maus oder sowas holen konnten. Weißt du? Ja, das ist wirklich schade. Okay, okay. Ayo, bei dir zu Beginn, wonderful. Alter, wir können uns direkt von Raum zu Raum disapparieren. Now, as you know, apparition is a magical form of transportation. Instantly transporting you from... Alter, this ability can be very useful. And aren't necessary in order to reach areas that are otherwise... Alter, let me demonstrate. Juch, der nimmt aber auch gar keine Pause, ne? Alter Vater. Yo, like so. Der ist ja krass. Important things to remember when appearing on a feast of the destination, determination. Ja, toll, Alter. No, you try. Das ist einfach der halbe Text weg. Ja, gut, Alter. Okay.